Hallo liebe Zuschauer, na, wie wär's? Mal über den roten Teppich stolzieren? Ich war wenige Meter davon entfernt, aber wie man sich denken kann, die letzten Meter sind die schwierigsten und ich werde da wohl nie drüber laufen können. Aber während sich die Schönen und Reichen in der Scheinwerfersonne zeigten und bejubeln ließen, läuft gleichzeitig das größte US-Manöver seit Ende des Kalten Krieges an. 20.000 US-Soldaten kommen über den Atlantik, quer durch Deutschland an die russische Grenze im Baltikum. Unterstützt werden sie von weiteren 17 NATO-Staaten und insgesamt 37.000 Soldaten werden dort an der russischen Grenze zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus den Krieg üben. Dass das nicht allen gefällt, ist sicherlich klar. Und so haben einige Friedensinitiativen beschlossen, bei der Berlinale mal ein wenig Farbe und Bekenntnis zu zeigen. Und das schauen wir uns an. Laut Polizeiangaben waren 48 Teilnehmer mit unterschiedlichen Plakaten, Transparenten und anderen optisch auffallenden Antikriegsschriften erschienen. Mit Gesangs- und Sprechchören zeigten sie den Passanten, dass man mit Kriegsspielen nicht einverstanden ist. Sie verteilten Flyer und sprachen mit interessierten Passanten. Selbst Berlins älteste Friedensaktivistin Laura von Wimmersperg verteilte Flyer und stand Rede und Antwort. Ganz spontan löste sich dann eine Gruppe mit roten Schirmen und angehängten Plakaten und ging in Richtung Berlinale Palast. Hier gewährte man der Gruppe nichtsahnend sogar Einlass in die Zuschauerzone. Während der Ankunft der Stars und Sternchen stimmte die Gruppe Sprechchöre und Lieder gegen Defender 2020 an, so heißt diese NATO-Übung oder diese Übung der US-Amerikaner. Man verteilte Flyer und gab interessierten Zuschauern bereitwillig Auskunft. We don't want no war preparation. Nie, nie wollen wir Waffen tragen. Nie, nie wollen wir wieder Krieg. Lasst die hohen Herren sich doch selber schlagen. Wir machen einfach nicht mehr mit. Aber ich habe den Eindruck, dass so viele das eigentlich begrüßen, was wir machen. Ja, vielleicht sind wir so harmlos. Aber ich habe das Gefühl, viele finden das gut. Aber auch viele wissen nicht, was Defender 2020 ist. Berlinale 2020, yes! Defender 2020, no! Nach 12 Minuten aber kam die Security mit der Polizei, die einen Platzverweis aussprach. Die Gruppe wurde zurück bis zum eigentlichen angemeldeten Demonstrationsort begleitet und über ihr Verhalten belehrt. Für den Wiederholungsfall wurde sogar angedroht, einige Mitglieder in Gewahrsam zu nehmen. Also ich fand es insofern ein Erfolg, dass wir wirklich relativ lange Zeit bekommen haben, uns mit den Leuten auseinanderzusetzen. Und dadurch, dass auch die Leute, die hingegangen sind, sehr aufmerksam waren, sehr am Wahrnehmen waren, glaube ich, war es auch für uns eine gute Bühne, mit unserem Thema quasi ins Gespräch zu gehen oder Leuten zu begegnen. Gab es irgendein Gespräch? Für mich schon. Ich habe vor allen Dingen viele Flyer verteilen können und darüber Leute direkt nochmal ansprechen können. Und da war da viel mehr Offenheit, als wenn man jetzt hier auf dem Ampelstreifen ist, fast als würde man irgendwie eine Werbung verteilen. Und da waren die Leute viel mehr, ah ja, was passiert? Und da konnte man, glaube ich, ganz gut dran anknüpfen. Ja, und zum Schluss war man sich einig, man gibt nicht auf, man wird weitere Aktionen während der Berlinale machen. Bis dahin, ich werde davon berichten. Auf Wiedersehen.